21. Juni, Sommer, Sonnenwende und Portaltag. Dieser Tag, der 21. Juni 2019, ist wirklich ein sehr besonderer Tag. Darum möchte ich dir für diesen Tag, den ich als sehr wichtig empfinde, eine Energieübertragung anbieten. An diesem Tag öffnet sich ein Tor, energetisch gesehen, ja, ein Portal, das wir durchschreiten können. Es ist möglich, einen Karma-Zyklus, einen 13-jährigen Karma-Zyklus abzuschließen, und am 26.07. beginnt ein neuer 13-jähriger Zyklus. An diesem Tag wird sehr viel Licht auf die Erde kommen. Wir werden regelrecht geflutet mit Licht. Und dieses Licht möchte ich gerne nutzen, diese Energie an diesem Tag. Und wenn du möchtest, dann sei dabei. Die Energien, die da hereinströmen, übertrage ich dann über die Ferne, also du brauchst nicht online zu gehen, du brauchst auch keine Zeit zu haben, übertrage ich dann, ich diene als Kanal für die geistige Welt und für diese sehr hochschwingende Lichtwelle für dich. Wird übertragen in den physischen Körper, in die Intelligenzfelder, die unsere Organe umgeben, ins Zellgedächtnis, in die Zellen, sowie in die Wirbelsäule, die DNA, Körper, Geist, Seele, sowie in alle unsichtbaren Körper, Ätherkörper, Mentalkörper, Emotionalkörper, spirituellen Körper, in all deine Inkarnationen von Anbeginn deiner Zeit, in alle Dimensionen deiner Existenz. Zuerst reinige ich uns alle energetisch, dann erfolgt auch eine Karma- und Blockadenlösung. Es darf sich bei jedem das natürlich lösen, was gelöst werden darf, aufgelöst werden darf, transformiert werden darf, auch Karma-Knoten in der Wirbelsäule. Wir tragen ja die Vergangenheit im Rücken. Ich beziehe auch die Ahnen mit ein. Wir sind ja mit den Ahnen verbunden. Und es wird mal alles gereinigt, das ist wichtig. Und dann mit diesem hereinkommenden Licht durchflutet und aufgefüllt. Durch Auflösung, Blockadenlösung entstehen Lücken in unserem System. Also Blockaden sehe ich immer wie so Kugeln, die sitzen in unserer Aura, in den Chakren, wo auch immer. Gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten in der Matrix und so weiter. Dann entsteht da eine Lücke, das ist wie wenn man das heraushebt. Und dieses Licht, auch was hereinströmt, bewirkt, dass wir auch herausgehoben werden und viele Fäden, ich sehe das so, wie da hat es früher gegeben, so Puppen, die auf Fäden gehangen sind und mit denen man spielen konnte, also Bewegungen machen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Diese Fäden werden abgetrennt. Also wenn du diese Puppe betrachtest, die Fäden hatte zu den Beinen, zu den Händen, zum Kopf, und damit wurde ja von uns Menschen gespielt. Also so Theateraufführungen mit so Puppen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann ist das für mich halt Fremdmanipulation. Du hängst an Dingen noch fest, vor allem auch in der sexuellen Energie tragen wir ja Energien von anderen Menschen auch noch in uns. Sexualität ist immer, da vermischt sich die Aura, da verbinden sich auch Energien miteinander, tragen wir oft Jahre mit uns und diese Menschen sind gar nicht mehr
in unserem Leben. Ja, hier diese Fäden werden abgetrennt. Dieses Licht unterstützt uns massiv an diesem Tag und hebt uns richtig heraus. Also ich habe da schon Bilder bekommen. Es war wirklich sehr magisch, sensationell, muss ich sagen. Und da möchte ich dich gerne unterstützen. Wenn du auch möchtest, dann buche für diesen Tag gerne die Energieübertragung. Mehr dazu dann beschrieben in meinen Newsletter. Es läuft die Übertragung eine Stunde und ich mache das dann gleich in der Früh von 8 Uhr bis 9 Uhr an diesem Tag, wirke ich eine Stunde lang für all die Menschen, die da gerne dabei sein möchten. Ja, und dann haben wir noch diesen magischen Tag am 26.07., wo das Tor sich schließt. Und da habe ich ja schon bekannt gegeben in anderen Videos, möchtest du die letzten Jahre, sind so an die 13, Zahl finde ich auch nicht so wichtig, manche sagen 9, einfach die letzten Jahre noch einmal erleben, so wie sie waren, oder möchtest du neu starten? Eine Erneuerung, man nennt das auch Selbsterneuerung, und am 26.07. wird dann das Tor geöffnet zum neuen Zyklus. Manche Menschen werden wiederholen, werden nicht viel anderes erleben als wahr, und manche Menschen werden vollkommen neu starten, manche auch mit Zellerneuerungen. Es geht dann um komplette Selbsterneuerung für diese Menschen und einen komplett neuen Zyklus zu beginnen. Ja, wenn du da ein Jahr hast, das du die letzten Jahre nicht wiederholen möchtest, dann sei schon am 21. Juni dabei. Und dann Ende Juni geht wieder das Monatspaket meiner Energieübertragungen für Juli hinaus. Und da ist auch der 26.07. dabei. Ansonsten gebe ich auch extra für 26.07. dann wieder eine extra Energieübertragung hinaus. Die Energieübertragung gebucht haben für den gesamten Juni 2019, sind bitte automatisch am 21. dabei. Ihr braucht nicht extra buchen. Ja, ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Sissi Göttlich.